Hallo und herzlich willkommen zurück beim Bausimulator 2015. Hier bei irgendeiner Aufgabe, die ich gerade vergessen habe. Wir müssen irgendwas kaufen und zwar drei Sachen. Wenn mich nicht alles täuscht, zwei Abwasserrohre, dreimal Laminat, zweimal Trockenwand. Okay. Zweimal Abwasserrohre, dreimal Laminat erstmal. Was war das? Wie viel Trockenwand? Zweimal Abwasserrohre, dreimal Laminat, zweimal Trockenwand. Okay, dann halt noch zweimal Trockenwand. So. Scheint alles da zu sein. Gut, dann können wir jetzt einen Stapler holen. Oh Gott, ich muss gleich wieder niesen. Ich sehe es kommen. Uhu, wir sitzen drin. Staplerfahrer Sorgeth. Uiuiuiui. Wir fangen mal mit den Großen an, da oben. Oben ist immer nerviger. Ich weiß gar nicht, ob oben nerviger ist. Eigentlich ist das, glaube ich, ziemlich wurscht. So. Ich habe übrigens überlegt, vielleicht mache ich einfach mal so, anstatt eines Let's Plays, jetzt so im Sommer mal einfach ein Let's Grill, ne? Ich habe nämlich heute wieder gegrillt. Also grillen heißt bei mir nicht Wurst auf den Grill und gib ihm, sondern schon mal was Besonderes. Heute hatte ich Lachs auf Zedernholz. Ne? Das kann man ja auch einfach mal spielen. Das ist ja auch fast besser als spielen, muss man ja sagen. Zumindest kann man es essen. Und am Wochenende hatte ich eine Bacon Bomb. Auch sehr lecker. Auch was für die schlanke Linie einfach, ne? Also es besteht aus Hackfleisch, je nach Wunsch, Schwein und Rind gemischt würde ich aber machen, weil Rind alleine ist sehr, sehr streng, im Gegensatz zu gemischtem Hackfleisch. Und da kommt ja noch, deshalb heißt es ja, ups, auch Bacon Bomb. Da kommt ja dann auch noch ein wenig Frühstücksspeck rein. Also rauf. Also eigentlich baut man ein Netz aus Frühstücksspeck. Und da verteilt man das Hackfleisch drauf. Und als Alibi kommt dann da noch ja so ein bisschen Gemüse drauf. Gemüse aber nur Paprika, Zwiebeln und Jalapenos. Und damit das... weil das ja auch Bacon Bomb heißt, ne, oder Bacon Explosion, wie es richtig im Barbecue heißt, kommt dann da natürlich nicht nur Bacon rauf, sondern man macht auch noch so ein bisschen gerösteten Speck rein, weil man noch nicht genug hat einfach. Das muss man ja dann auch mal sagen. Speck kann man ja nicht genug haben. Speck kann man am besten ersetzen durch noch mehr Speck. Ja, ist genauso wie vegetarisches Essen. Ist am besten, wenn man es kurz vor dem Servieren gegen Fleisch austauscht. Jetzt werden die Vegetarier sagen, nein, das ist überhaupt nicht so. Doch ist es. Ich sag das einfach so raus. Ich bin ein eindeutiger Karnivore. Ein Fleischfresser. Fleisch ist mein Gemüse. Gemüse ist eine Beilage, die ich auch gern weglasse. Also ein schönes Steak vom Grill. Oh shit. Was ist das denn? Was ist hier denn passiert? Da muss ich gleich reparieren. Ein schönes Steak vom Grill, da muss ich nicht, muss ich kein Gemüse zu haben. Da geht auch einfach mal, nur Steak. Ja, Kartoffeln kann man gut dazu machen. Schöne, Kartoffeln auch vom Grill mit Rosmarin und so, das geht auch. Jetzt rede ich hier übers Essen, habe aber gerade den Fisch gegessen. Ich bin satt. Weiß nicht, wie das euch geht. Aber so kann man ja auch die Zeit überbrücken, die man hier braucht, um gewisse Dinge aufzuladen. Leider habe ich mich da gerade verladen, wie man sieht. Das muss ich korrigieren. Ich habe dann in der nächsten Folge, sofern wir denn fertig werden, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich weiß noch nicht, was beim Herrenhaus noch alles kommt, habe ich noch eine ganz besondere Sache vor. Oh shit. Ich bin, ich weiß gar nicht, warum ich so... Ich bin ein bisschen, forsch, muss man sagen. So, jetzt ist das hier auch ganz runtergefallen, was wahrscheinlich nicht schlecht ist. So kann ich das gleich einfach wieder... Was ist das denn? Hä?
Was ist das denn hier? Achso, der ist... oh, shit. Den habe ich zu weit nach hinten geschoben. Kann das sein? Kann das sein? Nein, den muss ich mal wieder resetten. Geht das? Ladung zurücksetzen. 1A. Das geht. So, irgendwie ist der aber... Ganz richtig tickt der nicht. Wieso kann ich den jetzt nicht sichern? So, jetzt. Nee, runtergefallen ist das doch gar nicht. Platz genug haben wir auf jeden Fall. Oh. Nein. Nein. Bisschen rein da, bisschen runter und weg. So, jetzt müssen wir nur dieses eine komische Ding da wieder raufladen. Ohne, dass mir jetzt hier alles andere wieder runterfällt. Das wird natürlich die Herausforderung. So, was haben wir hier? Halt. Nee, 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 nee. Wir müssen weiter runter. Und jetzt müssen wir den hochheben da so. Bisschen schieben. Bisschen schieben. Jetzt gucken wir mal, ob das reicht, ob ich die Ladung sichern kann. Nein, da ist auf der anderen Seite scheinbar was verrutscht. Entschuldigung. Ich musste gerade wieder niesen. Da ist nicht sogar was verrutscht, da ist was runtergefallen. Scheiße. Nee, ich will die Ladung zurücksetzen. Ladung befestigen geht nicht. Mist. Ich muss den hier kurz wegfahren. Vielleicht kann ich dann die Ladung zurücksetzen. Hä? Wieso kann ich denn hier das Menü aufrufen? Ah, ganz toll. Ladung befestigen will ich nicht. Ach, da muss ich das irgendwie anders machen. So hüpft das Ding eigentlich so. Hüpf, 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 hüpf. So kann man das hier irgendwie vielleicht... So könnte man das vielleicht rumkriegen. Obwohl, nee, das sieht nicht richtig aus. Aber vielleicht, wenn ich jetzt wegfahre. So, jetzt ist es doch... So ist das gut. Oh Gott, ich habe schon 7 Minuten damit verbracht, hier den LKW zu beladen. Aber was ist denn das? Hä? So. Hä? Wieso geht denn da nicht rein? Noch weiter runter kriege ich das Teil doch gar nicht. So, jetzt aber. Nu aber. So, hier runter. Entsichern. Ja, das reicht aber, glaube ich, nicht. Jetzt muss ich hier ein Stück schieben. Und jetzt gucken wir mal. Oh, Mann. Was ist denn das? Das klappt doch sonst immer. Der ist doch... Ist der kleiner geworden oder was? Oh. Was ist denn nun wieder verrutscht? Passen die nicht nebeneinander? Oh, das ist ja ätzend. Tatsächlich. Ja, doch, ich kann vielleicht... Vielleicht, wenn ich den jetzt hier so hoch mache, vielleicht reicht das. So, mal gucken. Ach Gott, ist egal. Wir fahren so. Ich würde sagen, wir fahren so. Fest genug ist es ja. Würde ich sagen. Ja, das hält. Wir müssen nur vorsichtig fahren. Na gut, das geht doch nicht. Wir müssen das mal mit dem, Kran ein bisschen richten, den ganzen Scheiß. Was ist das denn jetzt? Ach du Kacke. Da müssen wir wohl ein bisschen mehr richten. So, ich würde sagen, wir machen erstmal das hier. Das nehmen wir mal... Nein. Das nehmen wir hoch. Und packen es da hinten drauf. So. So. Jetzt fahren wir halt, jetzt fahren wir das Stück wieder rein und drehen den da ein bisschen um. So. Ah, jetzt fällt der da hin. Und jetzt nehmen wir das Teil hier.
ganz geschickterweise und stellen es hierauf. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Sache hier befestigen können. Wunderbar. So muss das sein. Warum nicht gleich so? Stützfüße wieder einfahren und los geht's. Diesmal richtig. Ich hoffe, wir können noch entladen. So. Stützfüße sind oben. Wir kürzen hier mal ab. Wir müssen eh auf die Autobahn rauf. Ach nee, wir müssen ja, stimmt, wir müssen am Kotzefeld vorbei. Oder? Wieso ist eigentlich jetzt der Warnblinker an? Ja genau, wir müssen ja ins Dorf. Aua. Jetzt habe ich mich selber gehauen hier. Das geht auch. Aber haben eine gute Ladungssicherung. Seht ihr, ne? Fällt nichts runter. Können hier auch einfach mal durchs Gelände fahren. Oh, ich sehe gerade, das ist vielleicht gar nicht gut, was wir hier machen, denn aktive Aufgaben, Herrenhaus. Das ist nämlich falsch. Das ist nämlich falsch. Wir müssen nämlich hier hin. Der hat natürlich jetzt die Aufgabe unserer Kollegen aktiv. Ich krieg's ja nicht hin, dass ich den anderen... Nein, oh shit. Oh, dass die nicht nachgeben können, wenn so ein 500 PS LKW dagegen donnert, weißt du? Einfach mal weiterfahren. Oh, ich fahre, als hätte ich gesoffen. Habe ich aber nicht. Doch, ich habe einen Wein getrunken. Also ein Glas, nicht eine Flasche, ne? So, jetzt müssen wir hier vorbei. Sind wir hier wirklich richtig? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Bumm, da fahre ich. Alter, hallo. Na, endlich. Doch, wir müssen doch am Kotzefeld vorbei. Ich hatte recht. Langsam kenne ich mich aus. Wo bin ich denn jetzt drüber gefahren? Was soll denn das? Ach ja, jetzt fahren wir am, wie heißt es? Gartenhändler vorbei. Können wir das hübsche Mädel nochmal grüßen. So, ab hier. Muss vorbei. Haben tatsächlich eine Folge mit Fahren verbracht jetzt. Oh, da kommt ein Auto. Ach nee. Ja, super. Jetzt zeigt er mir wieder an, dass die falsche Baustelle ist. Weil er umgesprungen ist. Gnack, jetzt ist wieder laut. Sound ist echt komisch hier. Oh nö, 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 nicht zurück. Oh nein. Oh, was ist denn das? Ja, super. Wo hänge ich denn jetzt dran fest? Ja, das ist gut, dass er mich auf eine Leitplanke zurückgesetzt hat. Ich bin begeistert. So. Und nu? Ja, da glotzt dir, wa? Fahr ich hier überhaupt richtig? Oh, ist das laut. Das ist ja ätzend. Vielleicht, wenn ich vom Gas gehe, hier wird es auch nur weniger. Sorry, für die Lautstärke kann ich nichts. Das ist der Sound im Tunnel. Den kriege ich auch nicht leiser. Höchstens lauter. Na doch, so ist er ein bisschen leiser. Kann man ertragen, ne? So, jetzt sind wir... Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo ich hin muss. Oh, kacke. Doch, hier sind wir richtig... Hä? Nee. Doch, okay. Stimmt, hier ist unser altes Gebäude. Jetzt sind wir mal von der anderen Seite gekommen. Den, was ist das denn jetzt? Wieso, also irgendwie fährt er sich heute wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Oh ja, gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Gib... Ich schieb gleich.
Schade, dass ich mit Ladung nicht beamen kann. Hätte ich mir den ganzen Scheiß nämlich sparen können. So. So, jetzt geht's los hier. Wir müssen wieder da entladen. Ich weiß gar nicht, warum hier so ein Dings für einen großen Kran ist. Habe ich noch überhaupt nicht gebraucht. Das müssen wir jetzt aber in der nächsten Folge machen, weil ich so dermaßen lange gebraucht habe, diesen Mist hierher zu bringen, dass wir dazu nicht mehr kommen. Schade. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Bausimulator 2015 oder wie fahre ich Ladung zur Baustelle. Lasst Kuchen da und einen Kommentar und einen Daumen hoch und vergesst das Grillen nicht. Ganz wichtig. Tschüss.